Hallo und gute zu einer neuen Ausgabe hier bei Schuckibanucki Daily, eurer Tagesdosis Angeberwissen. Heute mit mir, dem Christian und unserem Pujan. Hallo, yeah. Pujan. Servus, Christian. Pujan, heute am 30. Oktober, du hast das Geburtstagskind des Tages mitgebracht? Das ist korrekt. Ja. Habe ich aber draußen gelassen. Soll ich reinholen, oder? Ja, okay. Nee, ich habe gar kein Geburtstagskind heute. Hast du gar nicht? Heute habe ich kein Geburtstagskind. Ja? Sorry, heute keine Rose. Aber am 30. Oktober 1985 ist die US-amerikanische Raumfähre Challenger gestartet. Von Cape Canaveral in Florida auf ihren Jungfernflug. Ja? Und erstmalig war bei dem Start ein, wurde der Start unter der Leitung eines deutschen Wissenschaftlers durchgeführt. Mhm. Genau. Und an Bord befand sich ein in Bremen gebautes Raumlabor. Und die deutschen Astronauten, Ernst Messerschmidt, hat es jetzt nichts mit den Flugzeugen zu tun. Okay. Vielleicht doch, weiß ich nicht. Und Reinhard Furrer. Also Furrer. Nicht Führer, sondern Furrer. Mit Friedrich Ulrich Doppel-R-E-R. Ja. Genau. Da war noch alles okay mit der Challenger. Nicht ganz so okay war es dann ein bisschen später, und zwar am 28. Januar 86. Daran erinnern wir uns noch. Da ist die Challenger explodiert. Alle sind ein bisschen gestorben. 30. Genau. Oktober. So sieht's aus. 1938, ein paar Jahre früher, gab es auch eine Panik in den USA. Nur eine? Eine. Okay. Das Hörspiel von Orson Welles hat im Sendegebiet des Radiosenders für eine Panik gesorgt. Weil 6 bis 9 Millionen Zuhörer haben das Hörspiel gehört, wo es um die Invasion durch Außerirdische ging, und haben das für bare Münze gehalten. Ja. Das Hörspiel war nach 60 Minuten um. Die Panik ging noch ein paar Stunden länger, bis dann geklärt war, war ein Hörspiel. Waren nur die Mexikaner, keine Außerirdischen. Den Ruhm hat Orson Welles bis heute behalten, ja. Cool. Ja, ja. Aber haben die das nicht angekündigt, oder was? Nee, anscheinend nicht. Eine richtige Meldung. Genau, und dann ging's los. Genau, 6 bis 9 Millionen Menschen erstmal die Nerven verloren. Am heutigen Tag aber, 1973, wurde die 1570 Meter lange Brücke über den Bosporus eröffnet. Türkei. Ja. Genau. Okay. Und seitdem, beziehungsweise diese Europabrücke, die wurde da überspannt. Und seitdem fährt da natürlich richtig viel Verkehr drüber von Istanbul aus. Und eine sehr wichtige Brücke. Stimmt. Eine Lebensader des türkischen Verkehrs sozusagen. Korrekt. Ich war schon da. Apropos korrekt, kannst du ein paar türkische Wörter? Oder nur Jugendfrei? Merhaba. 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 Ja. Güle güle. Okay. Und das war's. Das Hallo war's, ist türkisch? Hallo. Ja, also, weil man nicht Deutsch, die Sachen, die ich jetzt hier war's. Sagen kann. Ja? Also. Ich kann leider nicht, ich kann nur ein paar Schimpfwörter. Ja, die kann man nicht. Ja? Aber sagen wir jetzt nicht. Das machen wir in der FSK-Sondersitzung. Unten hier in die Comments, könnt ihr ja weiter reinschreiben. Können wir jetzt hier nicht sagen, ist klar. Ne? Du, das war's für heute, glaube ich. Ja, ich denke auch. Okay? Servus. Macht's gut.